Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Castle Story. Ja, in dieser Folge habe ich was ganz Spezielles vor. Ich habe gedacht, wir machen mal was Neues, wir machen mal was anderes, denn jetzt gab es ja doch einige Baufolgen schon und da wäre es vielleicht mal angebracht, zum Beispiel hier zwei Brickdrons in die Normalgruppe zu setzen, sie hier runterzuholen. Also, ja. Sie hier runtergehen zu lassen und dann habe ich eine Idee. Ich speichere jetzt erstmal Save Game und zwar unter einem neuen Namen, zum Beispiel ich kann nur 12 Save Games haben. No, okay. Dann eben nur 12. Dann speichere ich jetzt mal wieder unter LP3. Ich hoffe, ich merke mir das. Leider kann ich den Namen des Save Games offenbar nicht ändern. Denn heute wird's explosiv. Ich habe mir gedacht, ich mache was Krasses. Wir stellen hier Fässer hin. Ich glaube, da reicht uns sogar ein Brickdron dafür. Dann werde ich den mal wieder in die Baugruppe setzen. Die sind nämlich eh alle voll und geladen, die Fässer. Und wir stellen die hier an die Burgmauer. Und danach machen wir ein großes Feuerwerk. Ich weiß, es ist noch nicht ganz Silvester, aber ich habe mir gedacht, machen wir das schon mal im Voraus hier. Na los, stell's ab hier. Wir werden eine Kettenreaktion auslösen und die komplette Mauer der Burg in die Luft jagen. Natürlich nur hier sozusagen im gesicherten Safe Game. Danach, wenn das alles in die Luft geflogen wird oder geflogen ist, dann beginne ich wieder von vorne. Das heißt, ich lade das Safe Game und wir stehen wieder am Beginn dieser Folge. Da können wir ein bisschen größeren Abstand übrigens machen. Das ist nicht unbedingt notwendig hier. So eng machen wir das mal so, dass wir das hier eher in die Mitte stellen, hier rein. Und das hier vielleicht eher so ins Eckchen ein bisschen. Der Abstand müsste, glaube ich, reichen. Ich stelle es sicherheitshalber doch noch ein bisschen näher hier hin. Das Ganze ist ja Domino-Effekt-mäßig, was dann passieren wird. Und übrigens, wenn ein Fass von einer Explosion getroffen wird, dann explodiert es, egal ob es voll oder leer ist. Also eigentlich muss nur das Startfass voll sein mit Kristallen. Aber die sind mittlerweile, glaube ich, eh alle so gut wie voll. Das heißt, wir können im Prinzip dann die Explosion von zwei Seiten beginnen, was ja auch vielleicht sogar ganz cool ist. Zunächst aber mal die spannenden Vorbereitungsarbeiten. Wir müssen Fässer schleppen. Gut, dass wir den Marschall hier haben oder Marschall. Die Entwickler von Castle Story sitzen ja in Montreal, in Quebec und die sprechen eigentlich eben Französisch. Einer von ihnen kann sogar, glaube ich, kaum Englisch. Der ist in irgendeinem Video mal zu sehen, wo er Französisch spricht und sie haben es untertitelt sogar. Die anderen beiden können aber ganz gut Englisch. Trotzdem, die Namen hier der Brickdrons sind teilweise französische Namen, was ich aber ehrlich gesagt eh ganz cool finde. Das verleiht dem Spiel irgendwie so ein bisschen einen besonderen Charme. So, da ist noch ein Fass. Ich weiß nicht, warum der immer so verrückt hier rumläuft. Ach so, der ist, glaube ich, gar nicht in der Gruppe, in der ich denke, dass er ist. Der ist in der Baugruppe. Deswegen. So, jetzt passt's wieder. Hier wird übrigens fleißig weitergebaut. Hier hat wieder jemand einen Stein an einen Kollegen abgegeben. Und während unsere Freunde hier fleißig weiterbauen, platziere ich die Fässer einfach mal alle in der Mauer drin. Das dauert jetzt natürlich eine gewisse Zeit. Da könnten wir eigentlich in der Zwischenzeit über irgendwas reden. Zum Beispiel, was habt ihr zu Weihnachten bekommen? Ist euch das überhaupt wichtig, was zu Weihnachten zu bekommen oder was ihr bekommt? Oder findet ihr, dass Weihnachten, dass es da ja um mehr geht als nur um Geschenke? Würde mich mal interessieren. Und ja, wie verbringt ihr Silvester, nachdem die Welt jetzt doch nicht untergegangen ist? Haha. Was macht ihr da? Schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Und ich suche hier einen Brickdron, der irgendwie weg ist. Da ist er. Irgendwie habe ich ihn abgewählt. Das passiert leider manchmal versehentlich, wenn ich rechtsklicke, dass der irgendwie verschwindet. Also, dass er nicht mehr in der Selektion drin ist. Ach so, er steht wieder nur rum. Die
Mine ist auch schön im Fertigwerden. Ich denke mal, besonders viele Blöcke fehlen nicht mehr. Wobei, naja, die haben wir ziemlich tief angelegt. Auch okay. So, wo ist er denn, der Marschall? Da ist er. Da braucht man also auf jeden Fall schon einige Zeit, um die Fässer alle zu platzieren. Jetzt haben wir eines hier, glaube ich, gehabt. Im einen Turm. Hier. Dann stellen wir das hier mal schön hier hin und holen uns das nächste Fässchen, während hier die Mauer fertig wird. Ich werde dann nochmal in einem anderen Savegame speichern, bevor ich die Explosion zum Laufen bringe, um sicherzugehen, dass dann auch alles so funktioniert, wie ich es will. Also, dass eben alles in die Luft fliegt und nicht nur ein Teil. Ich will ja nicht, dass die Kette irgendwo womöglich noch unterbrochen wird. Das stellen wir jetzt mal hier hin. Jawohl, hast du gut gemacht. So, dann nächstes Fass holen. Ich habe übrigens mal gesagt, es wäre cool, wenn man in die Haut eines Bricktrons schlüpfen könnte und das Spiel aus der First-Person-Perspektive erleben könnte, nur um die ganzen Kreationen, die man so gemacht hat, die ganzen Schlösser und Burgen, auch mal selbst begehen zu können. Und da hat dann jemand gesagt, ja, das wäre cool, das ist dann ja wie in Dungeon Keeper. Und ich muss sagen, ich habe außer dem ersten Teil Dungeon Keeper nie gespielt. Ich glaube, das kam erst im zweiten Teil. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Vom ersten Teil habe ich, glaube ich, auch nur die Demo gespielt. Irgendwie fand ich diese 3D-Grafik damals nicht so toll. Ist ja auch so ein Thema. Ich finde, 3D-Spiele kann man erst seit ungefähr 5-6 Jahren spielen, mit ein paar Ausnahmen. Denn als in den 90er Jahren dann plötzlich alles 3D sein musste, weil das war das Neueste und ohne 3D ging gar nichts, da war aber die Kapazität der Grafikkarten noch so schlecht, dass 3D-Spiele einfach nur ein unzumutbarer Pixelbrei waren. Und ich konnte mich mit dem, ehrlich gesagt, ich konnte mich mit dem einfach nicht anfreunden. Und das war auch so ein Zeitpunkt, so Ende der 90er Jahre, 99 rum, da bin ich dann komplett, oder 2000, aus der Spieleszene ausgedroppt. Da habe ich dann ein paar Jahre aufgehört, Spiele zu spielen, denn plötzlich war alles nur noch in 3D. Ich fand aber, dass es einfach, die Texturen waren so pixelig und man erkannte dann, wenn man ein Echtzeitstrategiespiel gespielt hat, seine Einheiten nicht mehr. Die waren alle in gleicher Pixelbrei und in den 2D-Spielen, wo ja alles vorgerendert ist, da waren die Grafiken schön und hübsch und scharf und alles. Und in den 3D-Spielen war alles nur mühsam und man hatte keine Ahnung, was man eigentlich gerade macht, wo man überhaupt ist. Und ja, mittlerweile ist die Leistung ja so seit 2005, 2006 hat das angefangen, zu hoch von den 3D-Spielen, dass ich eben denke, dass das kann ich wieder spielen. Ich baue jetzt mal hier ein paar neue Fässer. Die werden wir noch brauchen. Sowas wie hier, ich meine, das ist jetzt nicht das tollste 3D, was es eben gibt. Man sieht das hier, wenn ich ein bisschen näher hingehe. Die Texturen sind natürlich ein bisschen pixelig dann, aber das ist trotzdem, das sieht schön aus. Ich erkenne, was der in der Hand hat hier, nämlich zum Beispiel ein Fass. Und, Moment, ich mache das jetzt mal mit dem Dingsmodus hier. Hey, hey, nicht drauflaufen, lauf hier rein. Ach so, das ist ein Bug, okay. Er geht dann trotzdem nicht hier aufs Gelände, obwohl ich dorthin klicke. Ich sehe zwar dann rein, aber ich muss trotzdem hier mit der Kamera rein. Okay. Was ich sagen wollte, eben mittlerweile, seit ein paar Jahren, sind 3D-Spiele endlich gereift und es ist wert, gespielt zu werden, zumindest aus meiner Sicht. Vorher, so im Jahr 2000, war das irgendwie einfach nicht so. Bis auf ein paar Ausnahmen wie Ego-Shooter, da ging es immer schon besser, weil ja das, was man sieht, doch ein bisschen eingeschränkt ist und meistens muss man auch nicht genau sehen, auf was man da gerade schießt. Denn, ja, ist eh alles gleich. Alles, was sich bewegt, ist ein Feind. In einem Echtzeit-Strategiespiel ist das dann schon mal schwieriger, wenn dann irgend so ein Pixelbrei dahergelaufen kommt und ich muss erstmal rausfinden, ist dieser Pixelbrei Freund oder Feind? Ist dieser Pixelbrei, was ist das überhaupt für ein Pixelbrei? Ist das irgendeine harmlose Einheit oder ist das irgendeine Monster-Mega-Ultra-Killer-Einheit? All das, ja,
ist mit Pixelbrei nicht ganz so leicht. So, ich möchte bitte, dass ihr hier Fässer baut, aber ich glaube, die sind jetzt lieber beschäftigt damit, hier die Steine zu setzen. Aus dem Grund würde ich fast überlegen, ob ich hier die paar Phantomsteine wieder wegmache, damit die eben auf die Idee kommen, aus Holz die Fässer zu bauen. Ja, machen wir's mal. Okay, ihr könnt wieder zurück zum Anfang. Und irgendwer von euch könnte doch jetzt mal so ein Fass bauen. Hallo? Fass bauen. Bau ein Fass. So baue es doch. Ja, lange Nachdenkpause. Vielleicht ist auch irgendwo noch ein Phantomblock, aber ich glaube ja nicht. Ich meine ja, wir hätten soweit alles. Oder? Ja, sind nur noch die Fässer, aber sie bauen sie nicht. Dann werde ich wohl ihm hier den Befehl geben, den Block hier zu droppen. Zack, und jetzt fängt er an. Super. Kriegen wir endlich Fässernachschub, dass wir dann endlich die Sprengung in Bewegung setzen können. Es fehlen uns ja noch ein paar Fässer hier. Und hier möchte ich dann auch noch ein bisschen was reinmachen, damit auch wirklich alles schön stilecht in die Luft fliegt. Wie ihr es gerne habt. Für die Quote natürlich alles. Ich tue alles für die Quote. Für die Quote gibt es Tote. Bild sprach zuerst mit dem Toten. Auch so eine Sache, dieser Boulevardjournalismus, der ja in den letzten Jahren immer radikaler geworden ist und immer verhetzerischer und so. Das ist ja auch etwas, was irgendwie einen schon auch mit Besorgnis erfüllen kann. Ich weiß gerade gar nicht, wie es in Deutschland ist. In Österreich gab es ja lange Zeit im Prinzip nur eine wirkliche Boulevardzeitung, die aber vom Niveau her, sage ich mal, doch ein bisschen sogar über der Bild-Zeitung war. Mittlerweile gibt es aber mehrere oder zwei neue große zumindest Boulevardzeitungen, die teilweise Artikel schreiben, die wirklich unter aller Sau sind. Also mal abgesehen von den vielen Rechtschreibfehlern, die da teilweise drin sind. Sind da oft Dinge drin, da sträubt es einem die Haare, aber es gibt halt leider kaum Sanktionen, dagegen vorzugehen irgendwie, und was Auflage macht, das wird halt dann leider auch getan und geschrieben. Auch wenn es völliger Mist ist. So, wir sind hier mit unserer Fässerkette soweit mal fast fertig. Jetzt fehlt nur noch hier dieses Häuschen hier, da wollen wir auch noch ein paar Explosionsfässer reingeben. Die Kette hier wird ganz schön, das wird ganz schön heftig, glaube ich, wenn wir hier alles sprengen. Stellt euch mal vor, ihr habt dann so eine Burg gebaut und irgendein Gegner schleicht sich nachts an und stellt Fässer an eure Burgmauer und detoniert die dann alle in Kette. Tja, dann habt ihr eine Burg gehabt. Denke aber mal, dass es schwierig sein wird, das auch zu machen. So, nimm noch das letzte Fass auf dich und dann machen wir vielleicht noch da eins hier und hier ins Eck noch eines. Das müsste dann eigentlich eh ausreichen. Gleich können wir dann auch abspeichern, falls was schief geht. Der Domino-Effekt nicht klappt, wie beim Domino-Day vielleicht. Da können sie nicht vorher speichern. Wäre übrigens cool, wenn man im Real Life manchmal mal speichern könnte. Würde ich ganz gerne ab und zu mal machen. Bevor ich irgendwas ausprobiere. So, das wird jetzt, glaube ich, was. Wir könnten es sogar aus mehreren Perspektiven betrachten, indem wir dann danach immer das Savegame laden. Machen wir es erstmal so. Ich speichere jetzt mal Savegame. Ich nenne es jetzt mal, da habe ich schon ein Savegame namens Explosionen, das passt auch. Und dann würde ich sagen, Trommelwirbel, der große Moment kommt. Das wird jetzt ziemlich ruckeln, glaube ich. Ich könnte währenddessen ständig auf die entfernen. Wow, es geht ab. Und ihr seht schon, die Framerate bricht massivst ein, weil hier die Physik-Engine enorme Dinge vollbringen muss. Ich habe hier ein One Frame per Second gerade stehen oben. Das sehe ich nur ich, das sieht man in der Aufnahme ja nicht. Und ja, so sieht's aus. Ich drücke jetzt mal Entfernen, um das Spiel ein bisschen zu entlasten. Und das ist übrig geblieben. Ich werde das jetzt nochmal machen und währenddessen werde ich ständig auf die Entferntaste klopfen. Dann werden direkt am Beginn der Explosionen das Ganze drumherum weggelöscht und auf die Weise geht das Ganze dann, glaube ich, relativ zügig ab.
Ja. Den hat sie hochgeschleudert und. Och, und er hat's überlebt. Na super. Ist ja toll. Gut. Machen wir das Ganze noch aus einer neuen Perspektive, zum Beispiel vom Tourhaus aus gesehen. Hey. Hä? Habe ich jetzt wieder diesen Bug, dass das Gelände nicht geladen wird? Nee, jetzt ist es wieder da. Okay, das ist offenbar ein Bug, der ab und zu mal auftritt. Kann man nichts machen. Aus der Perspektive des Tourhauses die ganze Geschichte nochmal. So vielleicht. Na? Ja. Machen wir mal. Ich hau wieder wie wild auf die Entferntaste, damit das Ganze schneller abläuft. Und man sieht auch, der Explosionsradius ist dann doch nicht so weit. Es bleiben Teile der Mauer stehen, was ja auch okay ist. Ich hätte jetzt hier noch ein Fass reinstellen können und hier noch Fässer entlang. Dann wäre der Effekt noch ein bisschen realistischer oder extremer geworden. Hier ist doch einiges stehen geblieben. Ich mache es jetzt noch ein letztes Mal, vielleicht so ganz aus der Nahaufnahme, wo das dann irgendwo vorbeikommt. Okay, wieder der Bug. Die Bäume sind jetzt hier auch so komisch. Die sehen jetzt so aus, wie die Bäume aussahen in irgendeinem 3D-Spiel von 1999. Nur die Textur müsst ihr euch nochmal viel unschärfer vorstellen und die Bricktrons einfach nur als gelbe Pixelhaufen. Dann wisst ihr, wie das Feeling ungefähr war damals. Ich hoffe mal, jetzt klappt es wieder. Jawohl, es hat wieder geklappt. Offenbar bei jedem zweiten Mal. Oder so, weiß nicht. Was wäre denn jetzt eine coole Perspektive? So für einen Abschluss, möglichst aus der Nähe. Ich wähle gleich vorher nochmal das Fass aus. Vielleicht so sogar. Explode und auf die Entfernen-Taste hauen die ganze Zeit. Ja, hat man jetzt schön in Stereo gehört, wo die Explosionen herkommen. Ja, ich würde sagen, damit belassen wir es aber auch. Ich lade dann am Beginn der nächsten Folge wieder das Safe Game vom vor Beginn dieser Folge und dann bauen wir hier weiter. Die gehen unbeirrt durch den Graben durch. So kann man sich übrigens auch einen Burggraben sprengen, wenn einem das zu viel Arbeit ist, das alles von den Bricktrons ausgraben zu lassen. Man sollte allerdings den Burggraben sprengen, bevor man die Mauer baut. Sonst steht dann am Ende die Mauer auch nicht mehr. Und mit diesen Worten der Weisheit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder nach dem Wochenende, glaube ich. Wenn die Planung stimmt, kommt die Folge am Freitag raus. Und bis dahin, auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.